Sie sind gekommen, um Zeugen des Anbeginns zu sein, die Wiedergeburt des Paradieses ausgeplündert von der Menschheit. Erinnere dich an mich und auch an dein wahres Ich. Erinnere dich an das, was du werden musst, diejenige, die uns mit blutigen Händen in das Paradies führen wird. Ja, Leute, es ist endlich wieder soweit. Mann, lange, lange mussten wir warten, ihr und ich auch. Bis zum bitteren Ende geht endlich, endlich weiter. Wir spielen, wie angekündigt, wie schon vor 8 Monaten von mir versprochen, spielen wir endlich Silent Hill 3 zusammen durch und dann haben wir die komplette Ur-Trilogie. Also in meinem Kopf besteht Silent Hill erstmal aus diesen 3 Teilen und dann kamen noch so andere Sachen nach, aber da gingen wir schon ein bisschen weg von dem, was Silent Hill ausmacht. Und dann haben wir quasi den Kern von Silent Hill miteinander gemeinsam durchlebt, erlitten und vielleicht auch ein Stück weit genossen. Und da muss ich auch gleich mal sagen, ich muss mich fast ein bisschen entschuldigen, weil ich ja echt vorhatte und es auch gesagt habe, dass der dritte Teil von Bis zum bitteren Ende, der jetzt heute hier anfängt, dass der weitaus früher hätte kommen sollen. Und das hatte ich auch wirklich geplant, aber wie das halt irgendwie so ist, dann kamen Sachen dazwischen, dann kam irgendwie eine Gamescom und davor noch 1000 Sachen und nach der Gamescom schon wieder 1000 Sachen und wir haben ja auch alle unglaublich viel zu tun und so. Deswegen hat es jetzt doch leider ein bisschen länger gedauert und ich kann mich wirklich nur entschuldigen bei euch, dass ihr so lange warten musstet. Es war wirklich anders geplant. Aber jetzt ist es endlich soweit. Silent Hill 3 spielen wir und, so richtig geil, die Version, die wir spielen, ist nicht wie bei Silent Hill 2 die geremasterte HD-Version des zweiten Teils, die auch schon so ein paar Fehlerchen hatte. Und im Zuge dessen habe ich mich auch so ein bisschen informiert, beziehungsweise, ja, man kam ja gar nicht umhin, man hat es auf jeden Fall mitgekriegt. Der geremasterte dritte Teil, der auf der HD Collection drauf ist, der muss wohl richtig unter aller Sau sein. Der, also nach dem, was ich so mitgekriegt habe, was ich gesehen habe im Internet und auch gelesen habe, ist der so dermaßen schweinemäßig verhunzt, dass ich gesagt habe, nö, mach ich nicht. Also bei aller Liebe, also beim zweiten Teil habe ich so gerade noch so mit halb zugekniffenen Auge so durchgewunken. Aber wenn beim dritten Teil irgendwie die Stimmen ausgetauscht sind und die dann nicht mehr lippensynchron sind und der ganze Scheiß, habe ich keinen Bock drauf. Habe ich gesagt, nee, hier, so,
Silent Hill HD Collection. Deswegen habe ich meinen guten Kollegen hier um Rat gebeten und mein absoluter Lieblingscutter, der nach Pfirsich duftende Sebastian Johansen, hat im Schweiße seines Angesichts seine PS2 von zu Hause her geschlürt und ich glaube, Bell hat diese Version mitgebracht. Wir spielen die Original PS2 Version von Silent Hill 3. Wie wir sie früher hatten, hier mit Anleitung noch und alles drin. Also ich freue mich richtig, denn exakt so, wie wir das jetzt gleich gemeinsam erleben werden, haben wir es auch damals, ich glaube 2003 kam der dritte Teil raus, alle zusammen gespielt. Das heißt, wenn die Grafik jetzt vielleicht nicht mehr so auf dem aktuellsten Stand ist, wenn das vielleicht hier und da ein bisschen krisselt und texturenmäßig nicht ganz so scharf ist, wie man das gewohnt ist, dann zieht bitte halt diese ganzen Jahre, ich glaube ja, 9 Jahre sind das jetzt, zieht diese 9 Jahre ab, die nun mal das Spiel schon auf dem Markt ist. Damals sahen die Spiele halt irgendwie nicht ganz so gut aus wie heute, aber auch das kann ich jetzt schon sagen, das weiß ich noch sehr, sehr genau. Grafisch ist Silent Hill 3 damals eine absolute Wucht gewesen und ich glaube, das kann auch heute noch beeindrucken. Also von daher, wir können uns auf einiges freuen. Also ich freue mich richtig. Ohne Scheiß, ich finde es gerade richtig geil. Ich habe total Bock, jetzt Silent Hill 3 zu spielen. So lange habe ich mit Silent Hill Pause gemacht und jetzt geht's endlich weiter. Ich setze schon mal die Kopfhörerchen auf, Sound mache ich auch an. Was ich blöderweise vergessen habe, sehe ich gerade. Ich merke es, ich wollte mir eigentlich einen Block und einen Stift hier hinlegen, falls wieder Rätsel kommen, die mein kleines Popelhirn kapazitär wieder heillos überfordern. Aber ich hoffe, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, so in der ersten Stunde am Anfang wird es noch nicht so knackig, was den Rätselfaktor angeht. Müssten wir eigentlich schaffen. Ich will nicht so viel versprechen, aber gucken wir mal. Ach, das wird schon. So, Sound habe ich auch schon, alles klar. Ich gehe schon mal in den Startbildschirm und da sind wir auch schon. Und wir sind im Spiel. Leute, bis zum bitteren Ende. Silent Hill 3 startet in 3, 2, 1, jetzt! Hoffe ich. Ihr wisst ja, wir haben da so einen kleinen betrunkenen Gnom in den Rechnern hocken, der die ganze Zeit mit so winzig kleinen Schraubenziehern irgendwelche Schrauben wieder losdreht und alles kaputt macht, was wir uns hier mühevoll eingestellt haben. Deswegen bin ich noch nicht so ganz sicher, ob das mit dem Catcher wirklich schon funktioniert. Ich glaube, es läuft aber. Fantastisch. Ja, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Das Video haben wir gerade schon gesehen. Ich springe direkt in die Option, um zu gucken, ob denn alles hier seine Richtigkeit hat. Was ist denn das? Nein. lassen wir das jetzt Englisch oder machen wir es auf Deutsch? Wie hatten wir das denn im zweiten Teil? Ich wünschte, irgendjemand wäre im Raum, der mir das sagen könnte. Wie war das denn im zweiten Teil? War das Deutsch? Eine göttliche Eingebung mit dem Gesicht von Sebastian Johansen. Hat mir gerade gesagt, dass wir es auf Deutsch gemacht haben. Espanol wäre auch schön. Also ist natürlich, der Text ist deutsch, also es ist nicht deutsch synchronisiert, oder, Freunde? Nein, das glaube ich nicht, es ist nicht deutsch synchronisiert. Deswegen stelle ich es jetzt auf Deutsch, Untertitel lassen wir auch ein. Helligkeitseinstellung, ihr wisst, da muss ich ein bisschen, was? Ich sehe wieder gar nichts, da muss ich ein bisschen rein. Bis Horizontallinie schwach erscheinen, ja, ein bisschen höher habe ich es jetzt mal gedreht, auf Ebene 4. Sieht gut aus. Vibration normal, lassen wir alles. Steuerungs 3D-Typ, kann man zwischen 3D und 2D wählen, ne? Aber ich sag mal, wenn schon, denn schon, wir ziehen das jetzt durch. 3D muss sein, so ist es vom Werk aus geliefert. So war es damals, so hat Seda gespielt, so spiele ich das jetzt auch. So. Einstellung ändern, ja, wir haben die Helligkeit ja ein bisschen hochgedreht. Okay. Ach, dieses Geräusch. Ist das nicht ein bisschen wie nach Hause kommen, Leute? Ist das nicht herrlich? Ach, ich finde es so gut. Ich freue mich jetzt schon auf alles, was kommt. Okay, neues Spiel. Action-Level lassen wir normal, Rätsel-Level lassen wir auch normal. Oh Gott, vielleicht sollte ich die Rätsel lieber auf einfach stellen, aber... Tja, so geht's halt los. Viel Spaß, Leute.
Ja, ich sag mal, wir kommen in Silent Hill 3. Das ist tatsächlich der Anfang des Spiels. Wir werden hier direkt in die Hölle geworfen. Eine Hasenpuppe, nein, das ist ein Kostüm. Ist da jemand drin? Ja, das fehlte mir gerade noch. Sieht so aus, aber ich habe keine Lust herauszufinden. Ja, wer ist es? Okay, noch so 2,5 Worte. Also ihr seht, das ist die Grafik. Und ich finde wirklich, also ich glaube, ich habe da nicht zu viel versprochen, das kann sich immer noch sehen lassen. Jetzt mal ehrlich. Leute, es war 2003 auf der PS2. Das sieht immer noch geil aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ein riesiges Hasenkostüm. Warum ist das denn hier? Und ja, altes Silent Hill Hasen. Und die seid ihr ja jetzt, hoffe ich. Dank meiner kleinen Videoreihe. Die sollten auch dieses Hasenkostüm erkennen, beziehungsweise hier taucht es zum ersten Mal auf, aber dieser Hase ist dann quasi irgendwann so ein bisschen das inoffizielle Maskottchen von Silent Hill. Der kommt immer wieder mal vor. Okay, und noch ein letztes. Ihr seht, wir spielen ein junges Mädchen zum ersten Mal in der Geschichte der Serie, was jetzt noch nicht so wahnsinnig spektakulär ist, denn das ist ja erst der dritte Teil. Aber dass man quasi eine weibliche Hauptfigur gespielt hat, das war in der Tat damals etwas ganz Neues. Und was ist das? Etwas Seltsames in einem käfigartigen Ding. Ein Mensch nicht ganz. Ich starre es besser nicht zu lange an, was auch immer es ist. Ja, das ist auch wieder so typisch Silent Hill. Man kann auch nicht so richtig erkennen, was es sich. Das sieht aus wie wieder wie so eine Leiche, wahrscheinlich mit Stacheldraht gefesselt, die da rumhängt. Aber das ist natürlich auch so eine alte Masche von Silent Hill, dass man mehr erahnt als erkennt. Na gut, gucken wir mal. Ja, nein, nein, ah, da ist er schon, nein! Oh Gott, ja, was ist los? Schon der erste Höllenhund, ey. Was? Das Schloss ist kaputt, ich kann die Tür nicht öffnen. Oh Gott, ja, hier soll ich mich wirklich nicht allzu lange aufhalten. Und ich sag's nochmal, das ist jetzt kein Witz, das Alter, nein! Oh, Gott, ja. Kann ich hier irgendwo rein? Ja. Ey Leute, das ist kein Witz, so fängt das Spiel wirklich an. Ich bin jetzt nicht über Stunde 2 oder so. Das ist der Anfang. Da sind ein paar normale souvenirmäßige Spielsachen. Was? Hätte nie gedacht, dass ich normal in einem Ort wie diesem sagen würde, ja. Alter, ich will da gar nicht mehr raus. Ja, okay. Jetzt natürlich die Frage, ist hier irgendetwas von Interesse? Viele verschiedene Muster, aber ich will eigentlich keines davon. Ich verschwinde von hier. Wenn es hier Werkzeuge gäbe, das wäre was anderes. Ja, oder Waffen. Hier, da seht ihr, was ihr gemeint habt. Hier taucht der Hase wieder auf. Immer wieder mal lässt er sich blicken. Okay, ist hier irgendwas? Verbandskasten, Munition für eine Waffe, die ich nicht habe? Nee, scheinbar nicht. Na? Ja, und auch das, ihr werdet es vermutlich raushören. Was? Keks und Schokolade. Es sind dieselben Soundfiles wie auch schon in Teil 2 zumindest. Bei Teil 1 bin ich mir nicht sicher, aber da haben sie natürlich die alten Sachen recycelt. Denn so wollen wir Fans das ja. Oh Gott, nein. Ja. Ah, geh weg, Alter, hier. Ah, und da kommt das Vieh. Hier hoch, da rein, da weg. Ach, geht nicht. Toll, ja, Arschlöcher. Oh Gott. Ja, alles gut. Hier, da rein. Oh. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, ne? Oh, Alter, nein! Oh, Gott, gleich Zweifel, Katja! Oh, und der Soundtrack schon wieder. Ich liebe es. Oh nein! Ja, einfach mal weg. Wird schon richtig sein. Boah, das Geräusch. Nein, Steuerung, ja. Aber ich gewöhne mich dran, das können wir schon hin. Boah. Ja, ein bisschen hakelig, aber es wird schon. Sie ist abgeschlossen. Oh, ja, das ist ja richtig geil jetzt hier.
Oh. Oh. Oh, Alter, nein, nicht runterfallen. Gott, hab ich mich erschrocken. Oh, es ist ruhig, zu ruhig. Ich will, oh, ja. Oh, guckt euch mal um, ey, wie es hier aussieht. Wirklich der Freizeitpark des Todes. Lieber ins Phantasialand. Ja. Ja, doch. Ist aber auch ein bisschen... Man muss sie wirklich ganz vorsichtig hier lang buxieren. Tja, das war's auch schon wieder. Nightmare. Dad, it's me. Yeah. Sorry I didn't call sooner. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Okay. Okay, I will. I love you too, Dad. Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Cartland. I'm a detective. A detective? Really? Well, nice talking to you. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, half an hour of your time. My daddy always told me not to talk to strangers. This is very important. It's about your birth. I'm not interested. Are you still following me? Do I have to scream? Sorry. I'll wait here. Ja, und dieser Soundtrack, das ist alles so herrlich. Und Leute, jetzt mal ohne Scheiß, in Zwischensequenzen gerade, das sieht immer noch super aus. So die Gesichtsanimation, der Ausdruck, das ist großartig. So. Was steht da? Achso.
Memory Card wird geprüft. Ach, es ist wirklich alles wie früher. Es ist ganz schön hier. Okay, ist jetzt auch gut. So. Auch das kennen wir ja vom zweiten Teil, wir erinnern uns, ne? Der hat ja quasi auch auf der Toilette angefangen. Und man merkt schon, hier wird so ein thematischer Bogen schon gespannt. Hier, Waschräume sind in Silent Hill ja oftmals recht wichtig. Ja, also jetzt haben wir sie quasi kennengelernt, das ist Heather. Und nochmal zwei Sätze zu ihr, bevor es weitergeht. Also ich finde sie jetzt auch und damals schon, ich finde die super designt. Also es ist echt so ein süßes und vor allem jetzt noch normal wirkendes Mädel. Die ist jetzt nicht so krass übersexualisiert. Also ich meine, klar, die hat natürlich einen Minirock, muss sie haben. Aber also die sieht echt wirklich, und das meine ich absolut positiv, wie ein normales Mädchen aus. Ich finde das total super. Hat eine süße Stimme. Also ich muss sagen, ich habe mich damals so ein bisschen in die rein verliebert. Ja, okay. Dieser Detective will mit uns über irgendwas Wichtiges reden, haben wir aber gerade gar keinen Bock drauf und verschwinden lieber einfach durch das Telefon, Toilettenfenster. Die Straße ist voller leerer Kisten und anderem Zeug. Ich komme nicht durch. Okay, hier geht's also nicht. Und sie hat einen sehr engagierten Gang, merke ich gerade. Oh, so ein bisschen. Es ist mir nie aufgefallen, aber stimmt. Guck mal, wie läuft. Kennt ihr das, wenn ihr Träume habt, wo ihr rennt und rennt und rennt und ihr kommt irgendwie doch nicht so richtig von der Stelle, wie unter Wasser? So ähnlich läuft die. Ich laufe noch mal ein bisschen weiter. Vielleicht ist da noch was. Okay, ist wahrscheinlich auch dicht. Na, das ist eine Hilfe. Vielleicht soll ich drum herum gehen. Auch egal. Aber wie konnte dieses Auto hier parken? Tja, gute Frage. Wie kommt dieses Auto hier hin? Die läuft wirklich sehr engagiert. Hier ist viel Zeug angeklebt worden, aber nichts ist nützlich. Oh, und das wird auch schon wieder so ruhig. Okay, alles verschlossen hier noch. Mhm. Stand da oben, Hi Christopher. Wie heißt das Geschäft? Witch Christopher? Hier ist ein Pub. Ey, das Design schon wieder, ne? Was, ey, das eklige Scheiß wie hier. Eindeutig nicht menschlich. Von so einem Tier habe ich noch nie gehört. Und das ist was? Ach, es ist ein Monster. Ich habe es getötet. Ja, ist besser so.
Patron für die Pistole, hervorragend. Nicht, dass ich Kleider hasse, aber das ist jetzt die falsche Zeit, der falsche Ort. Ja, eindeutig. Oh, da liegt noch was. Sie dreht ihren Kopf. Na, hier? Nee. Was ist denn da? Ich kann von hier aus sehen, dass es tot ist. Ach so, ob ich die Polizei rufen soll. Die würden mir sowieso nicht glauben, wenn ich sage, jemand ist von einem Monster getötet worden. Das ist ein Punkt. Ah, das ist eine Leiche hier einfach nur. Okay. Mal ganz kurz. Sorry, nee. Okay, ja, das ist ja auch ganz wichtig hier. So, was haben wir? Wir haben noch nicht so wahnsinnig viel. Notizen dürfen wir auch noch nichts bis, ja, wenig bis nichts haben. Gegenstände, Waffen habe ich ein Messer und die Knarre. Neu laden, das machen wir direkt. Aber eigentlich, Entschuldigung, ja, ich weiß. Aber ich muss mich hier auch erstmal wieder reinfummeln. Ich wollte nämlich nur mal gucken, genau, Tassenbelegung. Das ist jetzt natürlich, ach Gott, ach Gott. Genau, breit, also hier R2 ist quasi die Waffe zücken, nach rechts bewegen, also strafen von der links drehen, abbrechen, Licht, genau, Landkarte, abbrechen, Licht, abbrechen, rennen, Eingabe, Action. R3 Vorräte, ja, wird schon. Ich wollte nur gucken, wo ich quasi die Waffe bereit mache. Und das ist der Knopf hier. Okay, muss ich mir merken. Denn, ja, das ist jetzt wirklich kein Spoiler. Aber das werde ich bald brauchen. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Aber ich meine, ey, das war mal auf der Landtier kann ich nichts Interessantes denken. Das war mal eine Vorstellung vom ersten Gegner, ne? Ja. Fängt ja alles wieder gut an hier. Kaputt. Ja, okay. Ich weiß, wo ich bin. Ja. Das war die Tür, die von einer Seite gerade verschlossen war. Da müssen wir jetzt nicht nochmal durch. Okay. Eine Karte des Einkaufszentrums. Ja, Halleluja. Hier komme ich nicht durch. Ja, da werde ich gleich hoch müssen, vermute ich mal. Aber ich will trotzdem doch erstmal noch gucken. Hier ist ein Aufzug zum Beispiel. Ja. Der Aufzug kommt nicht, aber kaputt ist natürlich. Ist er kaputt. Nee, ich wollte sagen, ich wollte doch noch erstmal hier schauen. Spünde geht nicht auf. Ich lasse wohl bleiben. Ob hier nicht irgendwie noch etwas Wichtiges ist, bevor wir das Stockwerk wechseln. Das ist nämlich immer so eine Sache. Aber scheinbar nicht. Nee, na gut, aber ihr wisst ja selbst, es kann ja sein, dass hier vielleicht irgendwie noch Patronen neben dran liegen oder ein Health Drink oder irgendwie was, was ziemlich wichtig werden kann noch. Und das wollte ich doch erstmal abchecken, aber hier gibt es offenbar nichts mehr, also ab ins zweite Stockwerk. Boah, Alter. Oh, oh nein! Oh, geh weg! Oh. Oh Mann, das erste Vieh gleich, ey. Oh Gott. Gleich mal auf die Landkarte kneistern hier. Okay, die ist jetzt irgendwie, noch nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Oh. Nee. Ganz ehrlich? Nee. Nee, ich will noch nicht raus. Auch hier gucke ich erstmal. Nee, genau, die Tür war, glaube ich, zu. Da war ich gerade. Ja, genau. Ich gucke erstmal, was hier noch in diesem Gang ist. Dann will ich einmal hier durch die Pampa rennen. Wer weiß, ob ich hier nochmal zurückkomme. Okay, aber die Türen sind alle zu. Oh, die ist auf. Oh. Scheiße.
ich weiß, ich sollte nicht so viel verballern. Nein, vor allem nicht, wenn ich nichts mehr in der Knarre habe. Stirb! Mann, scheiße, ich habe jetzt schon fast keine Munition mehr. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Mach mal Zeug hier, aber nichts sieht nützlich aus. Doch, da liegt doch was. Komm, erzähl mir nichts. Oder guck die nur hier rauf. Getrocknetes Rindfleisch. Ja, das brauche ich doch auf jeden Fall. Und ich dachte, dieses Rote da zu meinen Füßen ist irgendwas, aber ist scheinbar nicht. Ja, aber getrocknetes Rindfleisch, das werde ich auf jeden Fall brauchen. Dann gibt es gar kein Vertun. Genau, hier drehe ich die Kamera. Scheiße, wo bin ich jetzt hergekommen? Genau, nee, ich bin richtig. Sag mal, kann man hier nicht ein bisschen näher ranzoomen, Leute? Nee, wenn ich auf das Steuerkreuz drücke, wechsle ich nur zwischen den Stockwerken. Na gut, dann bleiben wir erstmal hier. Mhm. Ja. Alter, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das Geräusch vom Spiel her kommt oder ob hier gerade irgendjemand rumläuft. Ich hasse es. Nein, ich liebe es. Oh, da ist ein Schlüssel. Da ist was zwischen Tisch und Boden gefallen. Ich glaube, es ist ein Schlüssel. Das glaube ich auch. Wenn meine Arme länger wären, könnte ich ihn erreichen. Auf dem Tisch ist ein großer Stapel Kartons voller Bücher. Das ist viel zu viel Mühe, sowas Schweres zu bewegen. Okay. Ich will doch nur speichern hier. Wie ein magischer Kreis, über den ich mal in einem Buch über schwarze Magie gelesen habe. Kommt mir so bekannt vor, weil ich darüber gelesen habe? Nein, das ist es nicht. Das Buch ist nicht der Grund, das ist der Altar. Altar? Was denke ich denn? Ominös, ominös. Na gut, probieren wir uns mal zu merken. Zweiter Stock, ah, da wird es auch eingezeichnet. Genau, bei dem Speichersymbol. Da ist ein Schlüssel, an den wir jetzt noch nicht rankommen. Oh. Okay, alles zu hier. Ja, na gut, also müssen wir dann später dorthin zurück, wo der Schlüssel war. Moment. Nee. Jetzt gehen wir raus. Oh Gott. Oh, Geräusche. Hier kann ich die Kamera nicht drehen. Jetzt weiß ich nicht. Oh Gott. Ich hoffe, ich laufe auf nichts zu. Oh, es kommt immer näher. Oh, nein. Ich muss weg. Aber ich wette, genau da muss ich hin. Ja, Sunshine Princess. Und so fühle ich mich wie ein kleines Prinzesschen. Natalie Shoes. Okay, hier, das sieht gut aus. Wo es hell ist, sie ist abgeschlossen. My Bestseller, das ist ein Bücherladen. Oh, oh Gott. Alter, schon wieder zwei. Nein, geh doch weg. Oh. Okay, zum Glück sind die Brüder nicht so schnell. Oh, wie eklig die aber auch sind. Ja, ab in die Bäckerei. Auf den Schock erstmal leckere Stulle. Das ist Brot! Es ist kein Personal hier, wo die wohl alle sind. Helen's Bakery. Das ist ein Werbezettel. Knusprig krustige Brote direkt zu Ihnen nach Hause. Alles im Angebot, Helen's Bäckerei. Das klingt doch einladend. Das ist Brot, was? Aber ich habe keinen Hunger, also brauche ich mich nicht darum zu kümmern. Ja, das kann ich hier nicht verübeln, dass man da kein... Oh. Eine Zange. Und da haben wir doch jetzt sofort eine Idee. Nee, ich glaube, sie guckt nur einen Werbezettel. Das irritiert mich immer, wenn die sich so umdreht und auf Dinge guckt, die wichtig sind. Aber ich glaube, das bezieht sich ja eindeutig nur auf den Werbezettel. Und der ist ja scheinbar nicht so wahnsinnig wichtig. Okay. Ja, würde ich sagen, zurück zum Schlüssel, wa? Ach komm, wir machen aber noch einmal hier den großen Rundgang. Na, da sind wir schon durch. Ha, schön. Oh. Ey, das ist jetzt schon wieder alles voller Gegner, ne? Ey.
So, war's hier, ja, ne? Jo, dann schauen wir doch mal. Zack. Jawohl. Ich habe den mit Zange gefassten Schlüssel. Ja, und jetzt vermute ich doch mal. Was? Nein! Warum? Nein! Nö! Ja, gleich drei! Alter! Leute, mach mich nicht schwach, ey! So eine Scheiße! Oh Gott! Meine Nerven, ne? Oh, so, und jetzt müssen wir hier, wohin zurück? Ne, genau, zum Bücherladen, zu den Bestsellern. Ja, ja, nein, nein, nicht hier. Ja, ja, schnell rein. Vielleicht hat es mich ja nicht gesehen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Ganze Bücher ist wirklich interessant, die kann man überall kaufen. 50 Shades of Grey oder was? Oh, hier liegen Bücher. Shakespeare Anthologie 1, Shakespeare Anthologie 4, Shakespeare Anthologie 2, Shakespeare Anthologie 3 und 5. Da liegt Munition. Die Patronen für die Pistole. Okay. Die Kombination ist 1, 2, 3, 4, 5. Natürlich nicht. Ja, okay, also da muss ich jetzt wohl irgendwie hier irgendwo einen Code rausfinden, um dann diese Tür zu öffnen in das Hinterzimmer. Okay, ich glaube, das sind Magazine auf dem Regal. Einige sind interessant, das habe ich jetzt keine Zeit dafür. Ja. Ich frage mich, ob jetzt hier noch irgendwas ist. Hier ist nichts. Na gut, ich habe gerade die Bücher eingesammelt, ne? Vom alten William Shakespeare. Genau wie es auf dem Einband steht, ja. Prüfen wir das doch mal. Eins. Gut. Lass mich raten. Zwei. Oh, guck mal, da ist er. Das war's. Das ist doch ein T oder so. Und das ist entweder ein Z oder eine 2. Ja, das ist doch ein Code, Freunde. Verarsch mich doch nicht. Okay, also es fängt ja wohl offenbar mit 6 an. Moment mal. So, 6. Nee, das ist nicht das nächste. Vielleicht die 2? Na, okay. 6. 1. Ist es eine 3? 3, 4. Aber was ist denn... Das ist doch... Ja klar, das gehört zu 4. Was, was? 6, 1, 3, 4? Ach, probieren wir es einfach mal. Wenn es das jetzt schon ist, ne? Aber ich wette nicht, es wäre 6, 1, 3, 4. Ja! Ja, okay, das war jetzt nicht so wahnsinnig schwierig. Ich glaube... Ich habe mal gelesen, dass wenn man das auf einem Rätsellevel schwer spielt, dass es dann wirklich um Anspielungen auf Shakespeares berühmte Werke geht. Also man muss quasi anhand von so von Andeutungen muss man dann erraten, auf welches Werk sich das bezieht. Und das quasi gibt dann die Nummer wieder. Puh.
dodge that bullet. Hey, wait, what's going on? Where is everybody? Those weird monsters? They have come to witness the beginning. The rebirth of paradise, despoiled by mankind. What are you talking about? Don't you know? Your power is needed. How should I know? I am Claudia. So what? Remember me, and your true self as well. Also, that which you must become. The one who will lead us to paradise with blood-stained hands. Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. Wait! I don't get it. What does she want me to remember? Ich muss ganz kurz gucken. Ja, 40 Minütchen, da haben wir noch ein bisschen. Fantastisch. Eine Menge Zeug am Schwarzen Brett, Hinweis, Tablet und so. Puh, glaub nicht, dass sie wichtig sind. Ja, also ihr merkt, es wird alles immer ominöser und mysteriöser. Wer ist diese Frau? Angeblich kennt sie uns und sie impliziert, dass wir sie kennen. Wir sollen uns an irgendwas erinnern, auch an sie selbst. Und ähnlich wie Heather selbst haben wir überhaupt keinen Plan, was jetzt hier gespielt wird. Und was ist... Oh. Die Musik, Alter. Ey. Und ob mit dem Aufzug was geht. Ich guck erstmal hier. Oh, oh. Ein Radio, warum zum Teufel fällt das von der Decke? Das erklärt wohl zumindest die Statik von ihm. Aber es empfängt nur Statik, ob es kaputt ist. Wir wissen, ein Silent Hill Spiel ohne Radio, das gibt's gar nicht. Zumindest war es früher so. Was? Boah, nein, nein, nein. Ach, hier ist doch eh alles zu, ey. Brauche ich euch gucken. Hier, lass mich rein. Nein. Der Hund, der Hund.
Gesundheitsdrink. Ja, kommt noch ein. Ja, gib mir ganz viele. Cool, drei. Sehr gut. Gut, gut, gut. Eine Ampulle. Okay. Hier wäre nichts Nützliches mehr. Das wieder. Wenn ich es ansehe, tut mir der Kopf weh, aber gleichzeitig ist es irgendwie so vertraut. Ich weiß, dass ich etwas sehr Wichtiges vergessen habe. Aber ich glaube auch, es wäre besser, mich nicht zu erinnern. Oh Gott, ey. Jetzt ist wieder alles verrostet und schlimm. Und jetzt habe ich garantiert auch... Ja doch, immerhin. Ich wollte gerade sagen, ich habe garantiert keine Karte mehr von diesem Ort, aber... Die alte gilt zum Glück noch. Mann, ich... Ja. Oh. Da, nein, auch nicht. Aber ich kann auch jetzt nicht hier wüst in der Gegend rumballern, ey. Oh, oh, oh. Oh, Blech 2. Oh. Blech 3! Wie eklig die sind, wie eklig die sind. Oh, nicht, dass man hier rein muss. Nicht, dass man hier rein muss. Ah! Oh, Scheiße. Okay, hier ist nichts. Oh. Bitte nicht noch eins. Ja. Hier ist schön hell. Erste Hilfekasten, sehr schön. Patron für die Pistole. Ja, alles gut, war da noch was? Nein. Was steht hier? Achtung, schalten Sie das Licht aus, wenn Sie den Raum verlassen. Es ist offensichtlich, wenn es nicht ausgeschaltet wurde. Ja, in der Tat. Ja. Achso, ganz kurz. Nein. Ah, Waffen da. Neuladen, ja. Wo sehe ich denn... Achso, wahrscheinlich bei Vorräten. Mal kurz gucken. Ich habe 38 Patronen, ich habe eine Ampulle, 5 Gesundheitsdrinks, ein Erste-Hilfe-Kit und das getrocknete Rindfleisch. Achso, um Monster abzuhängen. Oh. Okay, ja, das merken wir uns mal. Das werde ich bestimmt auch bald brauchen, wenn das hier so weitergeht. Hier ist ja alles voll mit den Scheißviechern. Ja, ja. Oh, ah, nein! Oh! Alter! Ah. Junge! Nee, komm! Ja. Ach, das ist ja der Raum, in dem uns gerade das Monster angegriffen hat. Als alles noch normal und schön war. Hier müsste auch sein, aber es ist zu dunkel, wenn ich nur eine Taschenlampe hätte. Ja, genau. Wenn ich nur eine Taschenlampe hätte. Alter, Leute. Ja, wo finden wir die denn wohl, die Taschenlampe? Oh, oh, oh. Da ist ein Bügel. Ja, aber den werde ich ja jetzt wohl... Ich sehe ihn ja eindeutig, aber ich kann ihn nicht nehmen, weil wir vermutlich dafür erst die Taschenlampe brauchen. Und dann kann sie auch Sachen greifen, die sich eindeutig direkt vor ihrer Nase befinden. Ja, ja. Okay, scheiße. Gehen wir da lang. Ja, links, ne? Aber links war er dicht. Ja, links war zu. Da ist doch eine Wand. Ja, genau. Shit. Ja, lass mal so.
Boah. Also die Hunde finde ich bislang am nervigsten, muss ich sagen. Den kann man nicht so gut ausweichen. Die sind so verdammt schnell, Biester. Oh. Reinigungsmittel. Was ist das hier? Achso, das Licht. Okay, Reinigungsmittel. Damit werde ich irgendwas wegwischen müssen. Ne, genau, okay. Ja, ja, hier gab es die Vorräte, alles klar. Ich finde es ja wirklich ein bisschen... ich wollte gucken, ein bisschen unglücklich, dass man nicht zoomen kann. Achso, na toll, aber ich kann den Pfeil verschwinden lassen. Und die Einzeichnung, warum auch immer man das machen sollte. Okay. Ja, probieren wir es halt mal nach links und dann vielleicht nochmal nach links. Okay, die Tür ist zu hier. Ja. Nix, ne? Nicht, dass hier noch irgendwas rumliegt, was ich übersehen habe. Das Geräusch, Alter. Ja, 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 ja. Nein, hier ist alles dicht. Das kann nicht wahr sein. Ich und mein scheiß Glück. Ja, ja, nein, 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 lass mich vorbei. Oh, warte mal, hier kam ich her, ne? Scheiße, ich muss irgendwas übersehen haben. Ja. Ja, ja, okay. Wir waren da noch nicht in diesem Gang fertig. Boom. Nein. Doch, habe ich wohl die. Jetzt nicht von hinten anspringen. Oh Gott. Das ist alles zu viel für mich, Leute. Ne, hier waren wir auch schon drin. Oder? Ja, genau. Okay, ja, ja, okay. Ne, wir sind on track, sag ich mal. Genau. Jetzt auf der anderen Seite sind zwei kleine Türen. Genau, die da. Diese Türen. Mhm. 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 Okay, ich glaube, hier kann ich rennen. Ja, es war so klar. Ich guck nochmal, ob wir überhaupt richtig sind. Nicht, dass ich. Ja, ja, da geht's lang. Misthöhle! Ja, ja! Platz, aus, Sitz! Spiel tot! Geh tot! Das ist alles zu hier? Oh Leute, mach mich nicht schwach, ey!
Das kann doch was nicht sein. Wo muss ich hier lang? Nein, ich werde gebissen. Oh Gott, Chaos. Alles wird schlimm. Oh. Wo kriege ich denn die verdammte Taschenlampe her? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt renne ich an den Hund auch noch vorbei. Ey, Mann. Shit. Ich brauche jetzt die Taschenlampe, Leute. Ja, okay. Im zweiten Stock geht nur rein. Und was sagt die Uhr? 53 Minuten? Kann ich eigentlich noch nicht aufhören? Da kann ich noch nicht aufhören. Okay, also wenn ich da rauskomme. Die Taschenlampe, die muss da oben sein. Ich muss die übersehen haben. Ja, ja, ich renne jetzt an dir vorbei. Ist mir jetzt egal. Aber nicht, dass sie... ja, genau. Aber nicht, dass sie doch in dem Raum war, wo ich sie auch brauche. Das wäre... Genau, die ist zu. Ja, das habe ich alles kontrolliert hier. Hier war nichts. Ja, ja. Oh, es ist alles schlimm hier. Ja. So. So, da rechts ist ja eine Tür. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ja, ich dachte für eine Sekunde, vielleicht ging die irgendwie doch auf und ich habe es nur übersehen, aber war zu blöd, aber nein. Oh Gott. Nimm doch bitte den Bügel, da würde ich mich doch schon besser fühlen. Hier müsste irgendwas sein. Nee, also ich glaube, das können wir jetzt ganz zweifelsfrei feststellen. Sie liegt hier nicht. Sie liegt hier nicht. Die Türen sind doch alle zu. Wo soll ich denn hin? Wo soll die denn sein? Noch eins. Wo ist die verdammte Taschenlampe? Es fängt ja wieder gut an, ey. Ich brauche die Taschenlampe und die finde ich schon nicht. Ist wieder super. Ja, macht euch auf viele, viele spannende Stunden gefasst. Also nicht, dass es irgendwie so dunkel ist, dass sie hier wirklich rumliegt und nicht nur meine Figur, sondern auch ich selbst wirklich nicht sehen kann, was da rumliegt. Also wenn die jetzt hier irgendwo auf der Erde liegt oder was und ich sehe die nicht, das wäre natürlich fatal. Ich meine, es kann ja sein, das hat man ja manchmal, ne? Dass man genau in dem Raum etwas braucht, in dem man es dann auch findet, denn fortan hat man es ja bis zum Schluss, wie das auch mit der Taschenlampe hier ist. Das ist ja irgendwie klar, dass wenn wir die einmal haben, dann haben wir die halt. Ach, nee, 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 ey. Ja, hier ist nichts, hier erzählt mir nichts, hier ist nichts. Ah, die verfickten Hunde. Entschuldigung. Ja, ja, hier ist nur auch kaputt. Ja, lass mich zufrieden. Scheiß Schulter, ey. Ja, durch da, danke. Oh, muss ich jetzt wirklich hier in jede Tür nochmal rein? Scheint so. Zu. Oder warte mal, Reinigungsmittel. Wir haben das Reinigungsmittel. Brauchen wir das schon für irgendwas? War da irgendwo irgendwas? Ist da tatsächlich jemand drin? Ja. Ja, hier ist nichts. Oder niemand. Für eine Sekunde dachte ich, ich nehme auch gerne Schockeffekt in Kauf, wenn ich dafür dann aber irgendwie die Taschenlampe finde. Es ist nämlich wirklich verdammt duster. Nee, hier haben wir offenbar nur das Reinigungsmittel her.
Nicht, dass hier doch noch irgendwas liegt. Ja, ihr kennt es ja. Wenn man nicht weiter weiß, dann guckt man einfach nochmal in jedem Raum, in dem man war. Nicht, dass hier auf dem Boden irgendwas liegt und ich es nur aufgrund einer ungünstigen Kameraperspektive übersehen habe. In der Hoffnung, dass man beim zweiten, dritten, vierten Gucken dann vielleicht entweder etwas Wichtiges findet oder ein Geistesblitz hat. Da würde ich aber jetzt nicht drauf wetten. Alter, die sind so widerlich, ne? Muss doch vielleicht nicht über die Scherben laufen. Fuck. Oh. Ja, das ist die ganz, ganz falsche Richtung, die ich hier gerade laufe. Geronimo! Auch zu. Okay, aber dafür habe ich wenigstens hier weggelockt. Ich kann mich jetzt mal ganz kurz hier umgucken, aber hier ist ja auch alles dicht. Das ist ja alles Quatsch. Alter, ich tanze aber auch gerne am Abgrund, ey. Ey, Leute. Gott, habe ich die ganze Zeit diesen Raum übersehen? Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ach, da oben! Oh, okay. Bitte lass die Tafel auch hier sein. Eine Leiter hängt zur Hälfte von der Decke. Selbst wenn ich auf dem Tisch stehe und mich strecke, kann ich sie nicht erreichen. Wenn ich nur was hätte, mit dem ich sie fassen könnte. Ja, und ich weiß auch was, den verdammten Bügel natürlich. Achso, ja, das. Ja, klar, natürlich, ich muss mich mit... Ja, alles klar. Ich krieg die Motten, ey. Da habe ich mich kurz gefreut hier. Ist hier noch eine Tür? Nee. Und ich dachte gerade schon, ja, hier muss ja sein. Ja, Leute, pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Ich sehe schon, ja, wir haben jetzt auch ziemlich genau eine Stunde. Okay. Vielleicht soll das der richtige Anlass sein, um hier den ersten Break in bis zum bitteren Ende Silent Hill 3 zu machen. Naja, wir haben immerhin das erste Rätsel gelöst. Ich bin noch nicht gestorben. Ich wurde zwar ein paar Mal angeknabbert von den Hunden, aber sonst ist mir noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Ich suche jetzt halt nur diese verdammte Taschenlampe. Ich weiß nicht, wo die ist. Teufel noch eins. Müssen wir beim nächsten Mal suchen. Beim nächsten Mal finden wir sie aber. Ich werde jetzt Folgendes machen, ihr kennt es ja. Man rennt jetzt irgendwie halt nochmal rum. Ich probiere mich bitte mal nicht beißen zu lassen. Ich gucke jetzt in jeden Raum, ich check nochmal jede Tür in irgendeinem dieser Räume. Muss sie ja sein. Ich werde sie bislang, glaube ich, nur übersehen haben. Oder, so wie gerade, ich habe einfach ein paar Türen noch nicht gefunden. Ich bin irgendwie dran vorbeigerannt oder weil ich dachte, sie sind eh zu. Habe ich noch nicht dran gerüttelt, aber möglicherweise ist das Rätselslösung. Vielleicht war ich einfach in dem Raum, in dem dann die Taschenlampe gleich sein wird. Vielleicht war ich da einfach noch nicht drin. Werden wir gleich sehen. Ja, Leute, ansonsten, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde es schon wieder geil. Ohne Scheiß, ich habe gerade wieder voll Bock. Das ist so schön. Ach, dieses alte Silent Hill-Gefühl, was ich mich freue. Wir haben jetzt wirklich lang genug gewartet, wegen mir. Wie gesagt, nochmal sorry, aber jetzt wird es regelmäßig weitergehen, wenn nicht irgendwie uns ein kleiner Technik-Terrorist dazwischen funkt. Dann wird es, wie gewohnt, montags und freitags bis zum bitteren Ende geben. Zweimal pro Woche, weil ich nach so langer Wartezeit jetzt natürlich irgendwie euch nicht noch mehr auf die Folter spannen will. Und ich glaube, wenn wir nur eine Stunde pro Woche hätten, dann wird sich das wieder relativ lang hinziehen. Und so ist es schon gestrafft. Man bleibt dabei, man vergisst auch nicht so wahnsinnig viel. Und deswegen glaube ich, ist das eine ganz kluge Sache. Und so würde ich das in der Tat auch gern beibehalten. Montags und freitags zum Wochenstart und quasi zum Wochenende soll es bis zum bitteren Ende geben. Gucken wir mal. Ich glaube, sieht ganz gut aus. Ja, Leute, ansonsten, ihr kennt ja das alte Spiel, ne? Kommentare, Tipps, Tricks, Anregungen, Kritik, Lob, auch Grüße an die Oma in Wuppertal, alles in die Kommentare. Und an wolf@gameone.de, da geht's auch hin, lese ich auch. Und ansonsten, ja, beim letzten Mal, das alte Thema Dekoration, ich muss mal ganz kurz ansprechen.
es ist jetzt kein Geheimnis, wenn ich euch sage, ich werde jetzt direkt im Anschluss schon die nächsten 2-3 Stunden produzieren. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie dazwischen auch nicht Zeit, mich hier groß um Deko zu kümmern. Ich glaube auch, worauf ich eigentlich hinaus wollte, vielleicht sollte man das einfach lassen. Vielleicht ist das gar keine so gute Idee irgendwie. Also ich habe ein paar sehr coole Bilder und so Sachen von euch angeschickt bekommen. Also ich meine wirklich so Bilder, so gemalt auf Leinwand. Die ich teilweise auch sehr, sehr geil fand und eins davon hängt bei mir privat jetzt zu Hause im Zockzimmer. Einfach, weil ich es hier nicht verballern wollte. Denn wenn es hier aufgehängt wird, dann kommt da irgendwie was ran. Irgendjemand nimmt es mit so für einen Dreh. Ey, wir brauchen noch Deko für den Hintergrund und dann macht es hier in der Produktion die Runde und das wird nicht mehr gesehen. Das fände ich zu schade, deswegen habe ich es privat bei mir aufgehängt. Und ich glaube, vielleicht sollten wir das einfach mit diesem klassisch stilvoll schwarzen Hintergrund lassen. So diese Idee von wegen Ketten da anhängen oder irgendwie so, vielleicht ist das gar nicht so toll. Ich glaube, wir lassen es einfach schwarz, so wie es ist, damit ihr euch mehr auf das Spiel konzentrieren könnt und gegebenenfalls vielleicht auch nochmal auf meine dumme Fresse, aber auch sonst auf gar nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, belassen wir es doch beim guten, klassisch stilvollen Schwarz, denn so gehört sich das in einer Horrorrubrik. Dunkel muss es sein, dunkel wie unsere Herzen. So. Das war die erste Stunde in Bis zum bitteren Ende Silent Hill 3. Für euch geht es in ein paar Tagen hier direkt weiter. Ich mache ein kurzes Päuschen, hole mir mal einen Kaffee oder so und dann spiele ich schon weiter. Ich bin jetzt hart im Flow und ich kann euch versprechen, ich bleibe dran und es wird alles noch viel, viel, viel schlimmer. Nächste Ausgabe bitte dann mit Taschenlampe. Viel Spaß!